In der heutigen Folge bei Fishing Team Highlight. Ja, jetzt müssen wir den Guten erstmal verarzen. Jetzt hängt er noch. Jetzt wollen sie uns auch noch ärgern hier. Die Fische verscheuchen. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, strahlender Sonnenschein, man kann denken, es ist Frühling, dabei ist es gerade mal Ende Februar. Also Wahnsinns Temperaturunterschiede, letzte Woche noch minus 17 Grad, jetzt haben wir glaube ich 17 Grad plus. Und neben mir ist der Niklas aus Wolfsburg extra gekommen von Captain Clean. Grüß dich Niklas. Hi. Schön, dass du wieder dabei bist. Du weißt ja, was jetzt geschieht. Ich blende natürlich bei dir mal das Raumkreischen ein, das ist ja schon so ein bisschen Tradition geworden. Niklas, was haben wir heute vor? Ja, also ich sag mal, ich bin heute hier, weil bei uns in Wolfsburg gar nichts geht. Schonzeit. Und andererseits du aber in den letzten Tagen ganz gut hier gefangen hast, ja, im Zwarzander. Und da habe ich mir dann einfach mal schnell spontan freigenommen. Mein Chef hat übrigens gesagt, dass er mir die Daumen drückt. Und Petri, Dank. Das probieren wir heute mal. Ja, also hier scheinen die Zander noch richtig Bock zu haben. In den letzten Tagen lief es wirklich sehr, sehr super. Das werden wir natürlich heute auch noch versuchen. Aber man kann schon sagen, der Tag war jetzt schon komisch, kurios, wie auch immer. Lass uns gleich mal kurz erzählen. Also, hat spannend angefangen auf jeden Fall. Also ich habe natürlich mir die Tageskarte besorgt. Ordnungsgemäß, genau. Domme die schnell rübergeschickt, mit der Bitte einmal ausdrucken, morgen mitbringen. Also genau eine Sache, die er zu tun hatte. Am Wasser angekommen, okay, war auch vielleicht ein bisschen mein Fehler. Ich hätte ja nochmal fragen können, aber ob du die dabei hast. Das ist so mein Fehler. Also, im Endeffekt, er hatte sie nicht dabei. Ich habe sie aber ausgedruckt und sie lag auch schon zu Hause. Aber kein Problem, weil Domme meinte, ey, ganz ehrlich, in den letzten zwei Jahren wurde ich nicht ein einziges Mal kontrolliert. Dass wir heute kontrolliert werden, liegt vielleicht bei 1%. Hat er gesagt. Und, wie ist es gekommen? Ja, an der ersten Stelle wurden wir auch gleich kontrolliert von der Wasserschutzpolizei. Ich möchte schon sagen, zum Glück, also es wurde echt Zeit, dass ich mal kontrolliert wurde, weil hier wird so viel geangelt, man wird wirklich nie kontrolliert. Ja. Und wir hatten aber wirklich richtig den Stift hinten schon sitzen, weil gegenüber standen sie, haben schon geguckt. Wir standen auch so ein bisschen im Wasser, das war unser Fehler, weil dann sind sie gekommen mit ihrem hybriden Auto. Ja. Ja, im Endeffekt, Resümee, war eigentlich trotzdem ein nettes Gespräch, oder? Total. Also ich sag mal, war sehr sachlich, aber total okay und freundlich, eigentlich so, wie man sich das wünscht. Und ja, auf der anderen Seite fährt übrigens schon die Polizei. Hör bloß auf, du. Ja, wir sind gut davon gekommen, ja. Und auch der ausgedruckte Erlaubnisschein, Schande auf unser Haupt, war zum Glück kein Thema. Wir hatten alles dabei, so wie es sein soll. Und du konntest es ja per E-Mail auch nachweisen. Also im Endeffekt kann man sagen, wir wurden ein bisschen angekreidet, aber eher auf einer witzigen Art und Weise. Ja. Haben uns toll über YouTube-Filme unterhalten, aber auch über Catch and Clean. Also die fanden das tatsächlich auch alles ganz dufte, was wir hier machen. Ja. Und sind gut bei weggekommen. Aber hat wirklich komisch angefangen und ich würde sagen, das kann ja eigentlich nur ein gutes Omen sein, oder? Das kann nur ein gutes Omen sein. Starten wir? Wir starten. Ihr seid dabei. Bevor das Gemecker losgeht, also es ist wirklich noch Februar, ich blende es nochmal ein, die Schonzeit auf Zander beginnt erst im März, sprich wir haben jetzt aber noch ein paar Tage, die wollen wir natürlich auch ausnutzen, weil die Zander waren jetzt gerade, nachdem das Eis weg war, richtig, richtig gallig. Also ich blende das einmal ganz kurz ein, was die letzten Tage so passiert ist. Ja, erster für heute, 49, hat nicht Maß, also kraft auch natürlich schnell wieder zurück. Und Nummer 2, etwas über 40 cm. Kommen natürlich auch schnell zurück. Ja, lange hat es gedauert. Mein Nachbar hat auch schon 2. Das ist jetzt Nummer 3. Sehr schön. Also die nehmen hier tatsächlich die Dropshot-Variante richtig hart. Also es ist ein hammerharte Tox. Ja, diesmal wieder auf Monkey. Wunderbar. Ja, so kann es gehen. Für ein paar Mittagsstunden war ich da wirklich zufrieden mit 3 Fischen. Einen habe ich noch verloren. Und auch viele andere Angler, die ich getroffen habe, hatte wirklich super Gespräche mit Anglern hier am Kanal. Bei jedem lief es wirklich richtig gut. Also die Zander sind sehr, sehr gallig. Das wollen Niklas und ich heute natürlich nochmal ausprobieren. Es sind jetzt 2 weitere Tage vergangen, aber wir haben dieselben Verhältnisse, sprich richtig harte Sonne, tolle Temperaturen und der Wind steht hier auf die Spundwandseite. Und genau hier hatten wir die Bisse. Also die letzten Tage hat keiner an der Steinpackung gefangen, nur an der Spundwand. Von daher sind wir da sehr zuversichtlich
Und ja, wir geben natürlich alles. Jetzt zählt erstmal der Fisch. Wie so eine Dropshot-Montage genau aufgebaut wird oder wie wir allgemein heute hier vorgehen, da kommen wir noch im Laufe des Tages zu. Jetzt zählt natürlich erstmal, dass wir auch Fisch fangen. Drückt uns die Daumen. Ja, zack, die ersten paar Würfe ja jetzt endlich mal vernünftig durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass höchstwahrscheinlich es gerade ein Fehlbiss war. Also dranbleiben. Fische an Bord. Ja, hat anscheinend sich gelohnt, dass wir Catch and Clean vorher gemacht haben. Weiter geht's. Ja, Dommel hat mich ja hier heute hingelockt. Ich habe mir extra einen Tag freigenommen. Bei uns in Wolfsburg ist tatsächlich null Resonanz auf Zander. Hier lief es tatsächlich die letzten Tage ziemlich gut. Da habe ich mir doch gedacht, diesmal schlage ich Dommel mit seinen eigenen Waffen. Hab mich eingedeckt mit Cheburaska-System und Co. Das heißt, ich habe heute relativ langsam gefaulenzt, ganz leicht gejiggt. Auch mit wenig Gramm, sodass der kleine Köder auch langsame Sprünge machen kann. Ja, was soll ich sagen? Bis jetzt war es noch nicht erfolgreich. Aber das kommt noch. Ja, das tut mir natürlich leid, dass Niklas jetzt extra aus Wolfsburg gekommen ist, um hier Zander zu fangen. Und dann läuft es halt erstmal so richtig schlecht. Also die letzten Tage lief es ja wirklich fantastisch. Man trifft ja wirklich auch heute 7, 8, 9 Angler haben wir schon getroffen, weil sich das rumgesprochen hat. Also die letzten 3 Tage wurden hier enorm viele Zander gefangen, auch mal etwas bessere Größen, so bis 62 cm, was im Kanal wirklich schon okay ist. Und also auch die Frequenz war da. Also wie gesagt, ich hatte Montag 3 Fische, 4 hätten es werden können. Ein bekannter Angler, der Marc, der hatte hier 21 Bisse, 7 Fische verwandelt. Jeden Tag lief es, es waren immer dieselben Bedingungen. Also wir hatten 16, 17 Grad, strahlender Sonnenschein. Und ja, heute sind die Mäuler irgendwie zu. Warum auch immer. Ich kann es mir selber nicht erklären. Wir machen genau das Gleiche. Es wird gedropshottet. Ich habe alle Köder mittlerweile durch. Von Knallerfarben, Chartreuse, Grün. Jetzt habe ich hier mal so ein bisschen so ein bräunliches Dekor. Es tut sich einfach gar nichts. Ja, wir wissen nicht, woran es liegt. Wir sind hier auf einer Außenkurve. Wir haben hier Spundwand. Das heißt, unten ist es auch einfach ein bisschen dunkler als gegenüber an der flachen Steinpackung, wo die Sonne richtig runterkommt. Da lief es zum Beispiel die letzten Tage auch überhaupt gar nicht. Aber auch hier kriegen wir momentan keinen Zander ans Band. Wir hoffen jetzt noch so ein bisschen auf die Abenddämmerung. Ist ja immer eine schöne Zeit für Zander. Vielleicht kriegen wir noch einen Fisch rausgepult. Ich würde es uns auf jeden Fall wünschen. Und am besten beißt er auch bei Niklas. Wir geben auf jeden Fall weiterhin Gas. Und wenn noch was passiert, dann melden wir uns auf alle Fälle. Bevor es jetzt richtig dunkel wird, nutzen wir das letzte Tageslicht und verabschieden uns schon mal so langsam. Ja, Niklas, ein Satz mit X? Das war nichts. Das war gar nichts. Ne? Also, wir haben 8 Stunden alles probiert, ja. Es ging nichts. Also wir haben sehr, sehr viele Angler getroffen, es ging überall gar nichts. Ja. Wie verhext, so ist es manchmal, wenn die Kamera dabei ist, läuft es gar nicht. Aber wir haben, wie viele Säcke haben wir jetzt sammeln können? Ja, unfassbare 7 Säcke. 7 Müllsäcke, randvoll mit Müll. Wobei wir eigentlich davon überzeugt waren, dass der 7. Sack uns Glück bringt. Ja. Aber bisher war... Dem war nicht so. Also Wahnsinn, wie viel Müll hier rumliegt. Also Hannover habe ich tatsächlich von der Seite so auch noch nicht gesehen. Ja. Ist extrem gewesen hier heute. Ja, definitiv. War auch die letzten Male nicht so, als ich hier war. Ne? Aber ganz komisch. Heute war echt wirklich sehr extrem. Ja, sonst irgendwas Neues im Hause Catch and Clean, was du noch loswerden willst? Oder? Ja, die Schonzeit steht bevor. Bei uns ja auch demnächst. Ne? Das heißt, wir schärfen nochmal die Haken und machen uns ready für 2021. Und da werden wir sicherlich nochmal ins Wasser schaffen.
Definitiv. Also wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr zusammen noch mal einige Videos drehen. Wenn ihr uns diverse Male noch sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber ich denke, die Videos kommen immer ganz gut bei euch an. Ja, für euch geht das Video jetzt noch weiter. Das werde ich natürlich nicht ohne Fisch jetzt noch veröffentlichen. Von daher, ich werde die nächsten Tage noch mal nutzen in der Schonzeit, bevor die Schonzeit losgeht, so rum. Und ja, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Zander rausgepult. Ich gebe mir auf jeden Fall noch mal Mühe für euch. Genau, wir haben heute quasi nur clean gemacht. Und, clean and clean. Und an der Stelle wirst du dann beim nächsten Mal den Catcher einfach für uns holen. Ich hoffe es doch. Also ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen. Es geht gleich noch weiter, das Video. Niklas, dir auf jeden Fall eine gute Heimfahrt. Ja. Ne, komm gut nach Hause. Ja. Bleib gesund. Übrigens liebe Grüße an die Wasserschutzpolizei. War richtig Knorke, genau. Nein, komm gut nach Hause und wir sehen uns demnächst wieder. Ne? Machen wir so. Bis gleich, Leute. Ciao. Moin, moin zurück. Ja, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ganz andere Wetterbedingungen heute. Also es ist ungefähr 8 Grad kühler. Und es ist an sich auch ein bisschen bedeckter. Also das sieht man jetzt nicht, weil die Sonne gerade durchscheint, aber es ist schon ziemlich bedeckt gewesen den ganzen Vormittag. Und ja, neue Wetterverhältnisse ist ja für den Zander immer nicht ganz so gut, sagt man zumindest. Aber auch bei Wetterumschwüngen habe ich manchmal ganz gute Erfolge hier am Kanal gehabt. Heißt natürlich, man muss es probieren. Man darf halt nicht immer aufgeben. Ich bin auch wirklich wieder direkt an derselben Stelle, wo ich mit Niklas jetzt vor 2 Tagen war. Wir haben immer noch Ende Februar und ich will es nicht aufgeben. Also auch wenn es den einen Tag jetzt hier gar nicht lief, bei 7 Anglern nicht einen Biss, den ganzen Tag über nicht, werde ich es heute trotzdem probieren, weil wir einfach andere Bedingungen haben. Und ja, probieren geht über studieren. Selbe Methode, Dropshot-Methode, gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Habe jetzt hier heute, weil es ein bisschen bedeckter ist, wieder meinen kleinen grünen Stinker dran. Den fische ich hier am Kanal sehr gerne, wie ihr wisst. Und ja, Rute raus. Es probieren und drückt mir die Daumen, dass es heute endlich klappt. Jetzt hängt einer. Schön parallel zur Spundwand. Schön reingetockt. Auch kein ganz schlechter für den Kanal. Hängt ganz, ganz knapp. Ja. Der will nochmal. Jetzt hat er sich auch noch verdreht. Ja. Sehr schön. Toller Anfang. Ja, Freunde, Anfang ist gemacht. Habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, aber sie scheinen heute zu beißen. Ich meine, ich hatte auch noch eben einen Biss. Ja, kein großer, kleiner Spritzer, aber Tock war ganz schön und ist doch schön, wenn der Plan dann heute wieder aufgeht. Super. Dropshot ist das Motto, aber wie gehe ich da jetzt eigentlich richtig vor? Ich weiß, dass es immer wieder Zuschauer auch bei uns auf dem Kanal gibt, die für sich neue Methoden kennenlernen möchten und die auch noch vielleicht gar nicht Dropshot-Angeln waren. Und deswegen versuche ich es mal kurz und knapp zu erklären. Zu meinem Gerät. Also ich fische hier eine 2,70 Meter lange Gunky-Finesse-Route. Die Route ist speziell für Finesse-Methoden ausgelegt, also Texas-Rig, Carolina-Rig, aber natürlich auch Dropshot-Montagen kann ich gut fischen. Ich wähle eine 2,70 Meter lange Route, weil ich werfen muss. Wenn ich weit werfen muss, brauche ich eine lange Route, um einfach einen ganz steilen Winkel zum Köder zu haben. Also würde ich dann mit einer ganz kurzen Route fischen, dann habe ich ellenlang die Schnur schon im Wasser und baue dadurch natürlich ja, keinen richtigen Winkel auf. Sprich, wenn das Blei jetzt hier auf Grund liegt, ist der Köder vielleicht 5 cm über Grund. Aber ich will vielleicht auch mal 50 cm über Grund fischen. Das heißt, die Rute muss schön weit nach oben kommen. Die Rute hat eine ganz, ganz feine Spitze. Ist eine Vollcarbonspitze, also wirklich richtig fein. Und dadurch kann ich natürlich richtig schön zuppeln und den Köder lebhaft animieren. Das ist ganz, ganz essentiell. Hat aber ein ganz, ganz starkes Rückgrat, um natürlich einfach auch guten Fischen Paroli bieten zu können. Als Rolle verwende ich eine 2500er Rolle. Da könnt ihr auch eine größere nehmen oder auch eine kleinere. Es kommt natürlich immer darauf an, ja, wie ist die Rute-Rolle austariert. Wie weit muss ich natürlich werfen, beziehungsweise wie viel Schnur brauche ich eigentlich auf meiner Rolle. Ich habe hier ein ganz dünnes Geflecht drauf. Das Geflecht ist meiner Meinung nach auch sehr essentiell. Also ich würde nicht mit Mono fischen, weil wir, wie gesagt, den direkten Kontakt zum Köder haben wollen oder auch natürlich mal zum Blei. Und dadurch könnt ihr einfach, wenn ihr noch direkter seid, einfach viel lebhafter den Köder auch animieren. Also ein dünnes Geflecht auch ganz wichtig. Ja, kommen wir mal zur Montage. Also wie man eine Dropshot-Montage bindet, das könnt ihr euch mal bei Benny Angelt angucken. Der zeigt auch immer diese schönen Knotenvideos. Also ganz simpel, ich fische hier natürlich einen Einzelhaken, schönen Weitschenkling und nehme hier so einen kleinen grünen Seiger heute. Der fällt schön auf am Kanal, immer schön schockig und stinkt auch schön nach Knoblauch.
Was ich immer mache, ich fische immer das Nose-Hooking-Verfahren, sprich ich piekse ihn einmal nur kurz vorne auf, dass der Köder sich immer um seine eigene Achse drehen kann. Dadurch habe ich einfach weniger Fehlbisse und die Fische können sich nicht so schnell aushebeln, als würde ich den komplett einmal aufziehen. Das mache ich nicht so gerne. Nach 60, 70 cm Abstand fische ich jetzt hier unten einen Dropshot-Blei. Das ist ein ganz normales Stabblei. Ich fische gerne das Stabblei, weil wenn das auf dem Grund aufkommt, kippt es nochmal seitlich um. Und dadurch hat natürlich der Köder nochmal ein verführerisches Spiel. Zum Abstand, da müsst ihr mal gucken, wie weit ihr draußen angelt, also wie weit ihr werfen müsst. Da müsst ihr immer so ein bisschen flexibel sein, ein bisschen probieren, wo die Fische auch stehen. Und wenn hier unten mal so ein bisschen Schnur absteht, ist auch nicht schlimm, weil ihr könnt natürlich immer schön variabel bleiben. Mit dem Hausfrauenknoten könnt ihr tatsächlich immer ganz, ganz schnell eure Länge zum Köder natürlich verstellen. Und das ist auch sehr, sehr essentiell beim Angeln. So, einmal zur Taktik. Auswerfen, natürlich warten, dass das Blei unten auf den Grund aufkommt. Wir haben ja so knapp 4 Meter Tiefe. So, jetzt ist es unten. Jetzt sucht ihr den Kontakt zum Blei und fangt dann an, zwei, dreimal reinzuzuppeln in die schlaffe Schnur. Also ganz wichtig, nicht auf Spannung, sondern in die schlaffe Schnur zweimal reinzuppeln. Dadurch wird der Köder richtig schön animiert. Kurz stehen lassen, einfach mal so 2-3 Sekunden halten und gar nichts machen und wieder zuppeln. Kurbelumdrehung, anderes Gebiet absuchen, dasselbe Spiel von vorne. Also manche zittern da auch richtig extrem und viel. Das macht zum Beispiel auf Barsch auch Sinn, weil wir mehr Frequenz brauchen bei Barsch. Jetzt im Winter auf Zander auch einfach mal ruhig stehen lassen. 2-3 Mal zuppeln, wie gesagt immer in die schlaffe Schnur. Ja, und so geht ihr quasi fächerförmig vor und sucht euren Zander. Die Bisse kommen meistens richtig brutal und auch oft, wenn man nicht damit gerade rechnet. Also gerade in der Standphase, wenn der Fisch immer nur steht, kommt eine hammerharte Tock und da müsst ihr hellwach sein, dass der Anhieb auch durchkommt und das macht Spaß. Der fühlt sich auch schon besser an. Das ist kein kleinerer Fisch. Auch schön an der Spundwand wieder reingetockt. Das ist doch ein Litter, aber hat den Köder schön genommen. Sehr schön. Ja. Ja, lang hat es gedauert. Naja, doch ein Litter. Also der hat sich aber echt gut verkauft. Ja, wieder auf den kleinen grünen Seiker. Ich hatte eben so ein bisschen was Natürliches vom Dekor gefischt, eine kleine Grundel. Jetzt wollte er dann doch wohl den grünen wieder. Sehr schön. Ja, super. Kleiner Frechdachs. Klar untermaßig, darf natürlich schnell wieder schwimmen. Ja, es ist schon ziemlich gemein, dass ihr ein Zander-Video mitten in der Schonzeit zu sehen bekommt. Also irgendwann im April werden wir es online stellen. Ich lache jetzt daran, dass wir halt eine lange Pause gemacht haben und dann erst im April wieder mit den Videos beginnen. Noch gemeiner wäre es, wenn ich jetzt noch weiter fischen würde und noch mehr Fische fangen würde, dann juckt es ja wahrscheinlich richtig auf dem Sofa. Und von daher machen wir dann jetzt hier einfach mal einen Cut. Es waren jetzt keine bombastischen Tage, aber es kamen immerhin noch mal 2 Fische raus. Schade, dass es nicht an dem Tag passiert ist, wo ich mit Niklas los war. Ja, richtig große Fische kamen nicht raus, also zum Messen kam ich nicht. Nichtsdestotrotz wollten wir euch ja noch mal die Highlight-Scale hier vorstellen. Also ihr habt sie euch gewünscht, wir haben sie jetzt produzieren lassen. Es ist eine 1,30 Meter lange PVC-Matte, hat auch einen Anschlag und halt mit unserem Highlight-Logo drauf. Gibt es ein paar Highlight-Fische, sprich Barsch, Zander und Hecht sind noch mal gelb markiert mit Sternen. Und ja, also da sind auch schon einige Mails von euch gekommen mit Fischen drauf. Also habt ihr alle schon fleißig benutzt. Und es sind jetzt über Instagram, glaube ich, schon 30 weggegangen. Wir haben jetzt noch 12, 15 Stück zu Hause, glaube ich, rumliegen. Muss ich mit Florian nochmal sprechen. Und wenn ihr auch eine haben wollt, dann meldet euch doch einfach per E-Mail bei uns. Ich blende hier in die E-Mail-Adresse einfach nochmal ein. So, Measureboard wird eingerollt, denn die Zander-Saison ist jetzt bei mir auch vorbei. Übermorgen beginnt nämlich die Schonzeit. Ja, in Hannover gibt es die Regelung, ich dürfte mit Ködern bis zu 8 cm weiter fischen, auch in der Schonzeit. Es würde als Barschangeln durchgehen. Völlig schwachsinnig, wie ich finde. Also wir haben einen ganz modernen Verein, haben das Namefenster jetzt auch bekommen. Könnt ihr nochmal reinschreiben, wie ihr das findet. Aber dann so eine Regelung, dass man mit kleinen Gummifischen weiter angeln dürfte. Also ich fange das ganze Jahr über nur mit diesen kleinen Gummifischen, meine Zander. Man würde einige vom Nest runterholen. Also ich finde es jetzt nicht in Ordnung. Von daher werde ich ab März sicherlich die Finger von meiner Spinnfischrute lassen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Regelung so findet. Ob ihr in dieser Zeit trotzdem losgeht. Könnt ihr ja mal so eine kleine Diskussion unten starten in den Kommentaren. Ich werde auch fleißig mitkommentieren. Bin sehr gespannt, wie ihr das so seht. Klappe zu, Affe tot. Ich werde jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns wieder nächste Woche. Macht's gut, Leute.